ihrem Team zu stoßen. Stars und Keegan und Sergeant Morales sind mit einem APC unterwegs dorthin. Was war das überhaupt? Ein Krankenhaus war das jedenfalls nicht. Keine Ahnung, Top. Ich bin froh, draußen zu sein. Die Anlage ist Teil von Projekt Harbinger, um Kandidaten wie Sie zu Replika-Commandern zu machen. Das hat sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Sie belauschen uns immer noch? Klappe und zuhören, ihr Süßen. Genevieve Aristide denkt, sie könne Alma kontrollieren, aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, was machen wir jetzt? Vernichten Sie sie! Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. Da hinten ist eine Leiter. So. Munition habe ich erstmal wieder welche. So, Leute. So. Mein Alkohol. Oh, Parfüm. Nein, das ist. Welche Parfüm ist das? Keine Ahnung. Hab ich mich erschrocken, wo kommt das denn jetzt? Was? Ich hab mich nicht erschrocken. Okay, das hat mich erschrocken. Wir haben jetzt so ganz wenige Hinweise gefunden. Oh, hallo, Tür. Abschnitt 04. Puff. 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 Alma kommt. Verdammt! Was war das? Da kam gerade eine enorme Energiespitze aus der Harbinger-Anlage rein. Mit Almas telestetischer Signatur. Wohl eine Reaktion darauf, dass Sergeant Beckett verloren ist. Die ist stinksauer. Leider hat sie wahrscheinlich gerade sämtliche Replikas in 10 Kilometern Umkreis geweckt. Ah. Alma! Wow! Neue Monster!
down. Ach, warum auch? Okay. Ich laufe jetzt also durch die Gegend, um zu finden, wo ich hin muss. Bis ich es gefunden habe und er gespeichert hat, höre ich auf für heute, aber endgültig. Puh, Leute. Los.